Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit mir, dem Solinex. Und wir werden jetzt mal die eine Quest abgeben, die wir letztes Mal gemacht haben mit der Tochter des netten Herren. Ja, damit fangen wir an. So, ich hoffe auf jeden Fall nach wie vor, dass ihr Spaß an dem Spiel habt. So wie ich. Und, ja. Let's go. Wir können auch, stimmt ja, Schnellreisen geht ja nur mit irgendeinem Schnellreisepaket, das wir offensichtlich nicht haben. Oh, sehr nützlich. Sagen wir es hier gerade, als hätte etwas neben mir galoppiert. Bisschen so in die Richtung, weißt? So, das ist ganz schön weit weg. Ganz schön weit weg ist das. Was denn? Das. Mutters Wiege. Ach, cool. Dann lass uns doch hier mal das Feuer holen bei Mutters Wiege. Mich denn hier runter, ohne mir alle Knochen zu brechen? Das wäre auch. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Gut, dass ich ausgestoßen wurde. Sonst müsste ich mit diesen Idioten auch noch reden. Was denn, Idioten? Ich weiß es ja nicht. Das könnte auch einfach nur ihr Vorurteil sein. Hallo? Glaubt sie denn wirklich, sie steht über dem Gesetz? Ja. Ich kann nichts hören. Nein, überhaupt nichts. Wenn ich sie ignoriere, geht sie sicher wieder. Nicht aber interessant, wie jeder anfängt, Selbstgespräche zu führen, wenn wir vorbeilaufen. Ich habe die Wächter zurückgeschlagen, während er die Plünderer in Schach hielt. Ich habe das Gefühl, als ob jemand mit mir reden will. Aber das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, sagt er. Ich finde schon, dass es gehen würde. Er will nur einfach nicht. Okay, find whatever. Haben wir das Lagerfeuer? Haben wir. Sonst ist hier nicht spannend. So. Ja, dann müssen wir jetzt halt mit dem Weg zum markierten Ziel erstmal laufen. Oder kehre zu Tok zurück. Oh, gerade Tok Tok. Da oben werden wir schon mal gewarnt, dass hier ein Läuferareal kommt. Finde ich auch ziemlich cool. Okay. Dann laufen wir doch da mal kurz hin, nicht wahr? Oh. Oh. Nehmen wir nochmal reiner Reinholz. Da sind wir auch gleich da. Oh, falsche Taste. Man sollte natürlich auch die richtigen Tasten treffen. Ist vor dir oder was? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich muss übrigens sagen, ich finde das Auto-Aim richtig fancy von dem Spiel. Jede Spiele haben ja auch so ein Auto-Aim, das sich einfach nicht natürlich anfühlt. Aber hier in dem Spiel denkst du wirklich, du hättest Aim. Das finde ich famos, muss ich gestehen. Sehr, 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 sehr gut geregelt, das Auto-Aim. Habe ich so, ehrlich gesagt, noch nirgendwo gesehen. Kampfmusik, warum? Bin ich fertig, oder was? Ja, egal sein. Oh. Boah, ich dachte irgendwie, der geht jetzt drauf, wenn ich das mache.
jetzt da drauf gegangen. Damit hatte ich gerade nicht gerechnet. Erstmal eine Beere. Das sind Steine, okay. Okay, okay. Das will ich noch brauchen. Ja, wahrscheinlich. Wieder weiter questen. Warte mal. Pfeil herstellen. Immer up to date bleiben hier. Immer Pfeile haben. Urmutter sei Dank, Aloy ist zurück. Mit dem Speer. Woher kennt er meinen Namen? Woher kennst du meinen Namen? Aber deine Tochter ist da. Sehr schön. Hallo. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Okay. Och. Okay. Dann haben wir noch die Quest der Vergessene. Das ist ja da ganz hinten, ne? Dann lass erstmal zu Agatha gehen. Sag mal Agatha, ne? So heißt sie ja gar nicht. Ihr Name ist ja nicht Agatha. Ihr Name ist Grata. Stufe 5. Jawollo! So, jetzt sind wir Stufe 5 auch noch. Besonders gut ist das auf jeden Fall für uns. Skills wollten wir uns ja eigentlich auch noch angucken, aber da wurde es letztes Mal ein bisschen zu spät. Das nehme ich für unterwegs mit. Muss man gestehen. So. Ich bin vielleicht ein bisschen schweigsamer, denn ich hatte heute noch keine Ruhe, habe auch keine Ruhe und bin vielleicht auch ein bisschen gereizt. Aber ich liebe das Spiel, ich möchte aufnehmen und das nehme jetzt auf, ob ich Ruhe habe oder nicht. Ist mir egal. Sie es nicht anders kennt. Aber ihr seid es wahrscheinlich schon leid, das von mir zu hören, dass ich keine Ruhe habe und denkt euch, warum macht er nichts dagegen? Aber was soll ich denn dagegen tun? Halt nicht so einfach. Leute, die selbst keine Tiere haben, können da leicht Tipps geben, aber die, ganz ehrlich, die sind einfach nicht mehr in der Position, irgendwas dazu sagen zu dürfen. So. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verlier sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Lebe wohl, Grata. Oh, Mutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Lass mich dir zuflüstern, wie das Rascheln des Grases mir dein tröstendes Flüstern bringt.
Urmutter. Siehst du, wie glatt die Perlen durch das viele Wenden geworden sind? Als sie neu waren, betete ich für die Alten. Doch jetzt sind sie so alt wie ich und ich bete für die Jungen. Okay. Ja, manchmal muss man ja mal ein bisschen lauschen, einfach nur, ne? Einfach nur ein bisschen zuhören. Zwei Fähigkeiten können wir lernen, wollen wir es mal eben machen. Was finde ich denn cool? Schnellere Heilung? Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Ist halt auch geil. Der Sperrangriff schlagen wahrscheinlich Rüstung und Bauteile ab. Der eins der Gegner am Boden stark schädigt, das glaube ich ganz gut. Wenn du beim Zielen R3, um die Zeit zu verlangsamen, ist glaube ich auch ziemlich gut. Das bin ich nicht so scharf drauf. Hat auch schon Stil. R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinen zu erledigen. Bei größeren Gegnern schweren Schaden zu ziehen. Auch cool. Was mich jetzt aber erstmal ziemlich cool, was ich cool finde, ist das hier. Konzentration. Und den finde ich auch cool. Haben wir erstmal zwei Kriegersachen gelernt. So, Quests haben wir ausgewählt. Nein, haben wir nicht. Dann tun wir das mal eben. Im Quest der Vergessene. Oh, let's go. Eine kleine Ecke weg, aber es macht hier nichts. Habe ich schon mal erwähnt, wie geil ich dieses Spiel finde. Ich bin echt ein bisschen gehypt, ja. Ein bisschen. Okay. Leicht tief abwärts, aber was so soll schon zum passieren? Thema Sicherheit. Ja, so viel zum Thema Sicherheit. Ja, Maschinen, ihr braucht mich jetzt auch nicht wahrnehmen hier, ne? Die räudigen, wie heißen die nochmal? Nicht Läufer? Welchen Knopf habe ich nochmal? Ah, okay. Das ist halt die Sache, wenn man nur jeden Tag aufnimmt, ne? Plünderer. Plünderer heißen die, ja. Wenn ich den... Oh. Und wenn der hierher kommt, kann ich ihn one-hitten. Komm mal her. Komm mal her, Plünderer. Komm mal her. Ja, komm mal her. Du süßer kleiner Plünderer. Und tschüss! Ja, komm mal her, du süßer kleiner Plünderer. Ja, komm mal her, du süßer kleiner Plünderer. So. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Oh, ich bin gerade einmal aus Versehen gerollt, obwohl ich noch gar nicht rollen wollte. Okay, warte, ich muss jetzt einmal so machen. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Okay. Ich komme noch nicht so richtig klar. Ach komm, du hast doch nichts mehr, jetzt stirb hier. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Und von 20, ich kann nichts mehr mitnehmen. Grüne Sachen würde ich schon gerne mitnehmen. Ich weiß nicht genau, wie das hier mit dem Inventar läuft. Ehrlich. Wie rüste ich die aus? Alles hat mich weiß. Jon, ja, das können wir auch gerade einmal machen. Waffe modifizieren. Hier zwei Sachen, die wir haben. Plus 21% Schaden oder plus 28% Feuer.
plus 10% Eis. Aber solange wir die Bastlerfertigkeit nicht haben, gehen die Sachen auch verloren. Interessant. 21% Schaden, ne? Wobei, nein. Sieht nichts aus. Ah, aber ich wollte hier generell mal ins Inventar gucken. Der Rohstoffe. 20 von 20. Und jetzt haben wir hier sowas wie zum Beispiel Wildschwein oder Putanknochen. Objekterstellung, Geschäfte mit Händlern verkauft gegen Metallscherben. Kann ich das nicht droppen? Da. Ja. Dann müsste ich doch eigentlich hier das Tier jetzt looten können. Und dann müssen wir das nächste Mal wohl verkaufen. Da muss ich mir mal angucken, was man verkaufen sollte und was nicht. Ist natürlich so eine Sache als Noob-Noob. Das zu wissen, das zu checken. Was? Was? Beim Schwein kein Auto-Aim oder was? Beziehungsweise nicht so krasses Auto-Aim. Oh, bleib doch bei dem Burgen, Aloy. Muss erstmal drauf klarkommen auf der Steuerung. Lecker. Lecker. Aber dann geht's bestimmt ab. Ich muss ja auch mal selber weiter zocken. Allerdings, ich komme halt momentan einfach nicht zum Stream. Ich möchte, aber ich kann nicht. Also ich könnte schon, aber wäre für euch nicht toll und für mich nicht toll. Und daher macht es nicht besonders viel Sinn. Rainer Reinholz. So. Aufnehmen ist es schon echt schwierig. Es ist schon echt schwierig für mich, am Tag eine Folge aufzunehmen. Weil ich einfach... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Keine halbe Stunde Zeit am Tag habe. Ist tatsächlich einfach so. Und die auch erschießen? Sorry. Das ist sogar blau. Ich kann das nicht mitnehmen, weil mein Inventar voll ist, ey. Ich drücke meinen falschen Knopf. Ja, graue Sachen kann man wohl besser wegwerfen, ne? So wie knochiges Fleisch. Dafür nehme ich einen Waschbärpelz mit. Bestimmt gut was wert, ja? So. Und hier irgendwo muss dann das Lager von dem Herren gewesen sein, der verschwunden ist. Ja, da hinten. Hui. Ja. Okay. So. Lohnt sich eigentlich ab und zu einfach mal das auszupacken? Finde ich halt auch geil, dass du die Hasen einfach so markieren kannst. Oder generell, ich würde jetzt Hasen halt sehen, wenn hier noch mehr wären. Ist schon ziemlich cool gemacht. Vor allem unter anderem für Blindfische. Da oben haben wir wieder Wächter. So. Haben wir mal ein bisschen geduckt. Echt, da werde ich loswerden müssen, bin ich mir ziemlich sicher. Das muss Brooms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Sollte ich. Guck mal in den Busch. Ich weiß gar nicht, wie verhält sich denn das mit denen? Also, wann sehen die mich im Busch? Die werden mich mit Sicherheit irgendwann im Busch sehen. Bei manchen Spielen ist es so, sobald man im Busch ist, hat man quasi Vision auf den Busch. Wie ist es hier? Sehen sie mich erst, wenn sie direkt vor mir stehen? Oder haben sie Vision auf den Busch, wenn sie in den Busch gehen? Könnte man ja testen. Also sofort auf dem Schirm hatte der mich noch nicht.
Das waren die Wächter schon. Dann untersuchen wir mal Broms Lager hier. Aber Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Kohleholz, Asche, kürzlich gelöscht. Interessant. So, soll ich auch untersuchen? So. Okay. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Markieren. So, dann haben wir eine Spur von ihm. Dann folgen wir der doch mal. An der PlayStation haben wir rein. Ich habe letztens so ein Video gesehen. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Jemand die PlayStation reinigt. Noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Frage ich mich, ob ich das bald vielleicht mal tun sollte, weil ich habe die ja quasi schon gebraucht bekommen. In einem Katzenhaushalt und habe sie jetzt bei mir eine Weile und sie stand eine Weile rum und steht halt offen rum. Auch Katzen. Also die PlayStation wird, beziehungsweise die Lüfter der PlayStation wird schön voll sein mit Staub und Katzenhaaren. Da, ein Eimer. Wäre vielleicht mal eine Idee. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Warum sollte jemand das Blut ins Lager bringen? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Wo markieren? So. Let's find out what's going on, ja. Ich versuche in letzter Zeit auch weniger nasal zu sprechen. Ich versuche so viel Sachen. Hat die Sache, wenn man so redet, so ziemlich nasal. Oder ob man sich halt wirklich auf seine Stimme konzentriert und dann so redet, wie die Stimme eigentlich ist. Also so jetzt. Ja, ich versuche meine Stimme. Die Technik ist halt auch oft entscheidend. Wie etwas klingt, nicht nur die Qualität. Ups. Hallo. Deswegen versuche ich mir da auch irgendwie was beizubringen und ich versuche eigentlich so viel. Ja. Ich hier nicht, ja. Irgendwann. Willst du mich bitte einfach nur angucken? Nicht. Er hat mich geflasht. Ach man, in dem Moment gibt's da weg. War mir so traurig. Und wieder der Kriegslegastheniker durch. Will der denn zur Hölle? Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, hier bin ich voll safe. Richtig. So. Der hat dann mal gesessen. Ist, glaube ich, noch kein guter Schütze vom Baum gefallen. Fragt euch, das macht keinen Sinn. So sieht's aus. Okay, das ist, oh Gott. Hab ich schon alles gelootet? Ja. Scheint fast ein bisschen so. Außerdem möchte ich mir auch angewöhnen, nicht immer so leise zu werden beim Reden. Das gefällt mir noch nicht so gut. Oft gerate ich in diesen... Kennt ihr das, wenn ihr einfach nur so entspannt am Zocken seid? Dann ist es halt nicht mehr dieses... Oh, da ist etwas. Das ist ziemlich nice. Das gefällt mir ziemlich gut. Sondern da wird das so ein bisschen zu einem... Was ist das denn? Was ist das denn? Oh ja, das gefällt mir gut. Ja, und dann wird so ein undeutliches Genuschel. Ja. Ich finde schon, man sollte versuchen, gut verständlich zu sein. Was mir auch... Also, viele Sachen an mir gefallen mir auch noch nicht.
Aber ich arbeite daran. I promise. I promise. So. Zeit sagst schon wieder 26 Minuten. Das gerne noch schaffen, deswegen sprinte ich gerade mal ein bisschen. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Okay. Vielleicht will er ja einfach nicht wieder zurück. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Ich meine, dem Händler geht's ja auch so, dass er, seit er einmal draußen war, sich einfach nicht mehr wohlfühlt in den Mauern. Siehst du mich? Ja, das ist wohl ja. Okay. Ich sterbe. Oh Gott. Ja, mein Controller-Aim war schon immer on top. Wo schießt er denn hin? Wo war nochmal die andere Schwachstelle? Da hinten ist ja ein Zufall. Zehn Bauteile abgerissen. Yay! Vielleicht noch. Oh Mann, ist hier irgendwo ein Busch? Nein, natürlich nicht. Nein. Mach das mal nicht, bitte. Okay. Was ist denn los mit dem? Da. Ja, das sind keine gut geregelten Kämpfe hier. Also ich komme noch damit durch, aber das sind doch ziemliche Lappen, wenn man ehrlich ist. Und gegen Lappen sollte man nicht so rumlappen. Sonst wird das eine Lappenception. Und ja. Gut auf jeden Fall, dass ich noch nicht auf schwer spiele, wie ich finde. So. Was haben wir hier? Ich mal ein Wächter. Wem auch wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Aber hat den Loot liegen lassen. Metallscherben eine Währung ist, warum lässt man das dann liegen? Dann ist ihm wirklich komplett egal, was abgeht. Im Dorf. Beim Regen sieht man immer so verdammt schlecht. Dieser Sturm lag schon länger in der Luft. Ja. Liebe Aloy, du hättest den auch eigentlich finischen können. Was ist schon wieder los? Jetzt mir aber, komm her. Na? Und wir sollten uns mal wieder Pfeile herstellen. So. Brauchen wir die Steinsplitter? Oder sind es Metallsplitter? Wohl eher Metallsplitter. Haben wir nochmal reiner Reinholz. So, hier haben wir nochmal einen Loot. Das gehört jetzt mir. Ja, das gehört jetzt mir. So, hier haben wir wieder eine Area. Oh, das können Läufer sein, ne? Eventuell, vielleicht. Man hat diese Vorräte geplündert. Hallo? Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen?
Eine gute Frage, will er vielleicht weg? Oder was hat das zu bedeuten? Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Schnellreisepaket. Ja, ist natürlich das Inventar voll, aber Schnellreisepaket brauche ich. Und wo kommt das hin? Oh, wir haben hier noch unsere Gratiskiste. Lohe, Schnellreisepaket. Aber wir haben keinen Platz mehr. Hier ist auch voll. Müssen auf jeden Fall mal was verkaufen. Warum konnten wir nur die blauen benutzen für den Bogen? Das andere sind vielleicht für den Speer. Aber wir müssen hier erstmal sagen. Bei Rohstoffe müssen wir hier mal irgendwas wegwerfen. Was sind das? Feuer, Brandwurzel. Da kann man Widerstandstränke herstellen. Als Raureifwurzel man auch Widerstandstränke. Weil es mir auch tut. Ach komm her, wir schmeißen das einmal weg. Eh nur einmal. Habe ich das nicht wieder mitgenommen? Bin ich verwirrt? Warte, das ist jetzt der Schwein. Also wir haben das andere mitgenommen. Okay. Never mind. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue. Was ist da jetzt los? Ich hör dir nicht zu. Du musst erst schwören! Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Achso, ich muss zur Seite. Sie ist meine Schwester! Meine Schwester! Ich muss sie beschützen! Ah, alles klar bei dir, Buddy? Hallo? Alles klar bei dir? Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Was ist los bei ihm? Kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Das ist es hart, aber ich kann helfen. Komm näher, dann muss ich nicht brüllen. Eine gute Idee. Ich schreie nicht. Du bist ein guter Zuhörer. Also hör mir zu, wie du den anderen zuhörst. Sie sagen, ich soll nicht hinhören. Aber Olara sagt immer, wenn ich den Sprecher sehe, wäre es okay. Na gut, ich höre dir zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich, leisten mir Gesellschaft, helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein,
Nein, nein, nein, nein, nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Bist du sicher? Kannst du ihm helfen? Kannst du ihm helfen? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Bitteschön. Vielleicht können wir sie ja bald looten. So. Was sagt die Map? Waren wir jetzt hier überall? Nee, da hinten waren wir noch nicht. So nicht, wir waren doch hier. Toll. Hier hinten war doch das Plünderer-Areal, wo wir das eine Dienst geholt haben, oder war es hier? Dann mache ich das jetzt auf Video, dass ich da hinlaufe. Es sei denn, da ist irgendwas Cooles, dann bleibe ich da stehen. Aber bevor wir hier die Quest machen, wonach wir wahrscheinlich dann den Rest der Welt erkunden können. Ja, egal. So, also ich werde da hinlaufen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Bis zum nächsten Mal, euer Solinex. Ciao. Sorry Leute, nochmal ganz kurz rangehangen. Ich bin hier gerade im Menü. Und sehe gerade, dass man hier Sachen vergrößern kann, zum Beispiel Waffenbeutel, Outfit, Rohstoffbeutel. Wir machen das mal kurz, dass wir den Rohstoffbeutel größer machen. Upp. Einfach nur und den Modifikationsbeutel auch. Sonst passt das. Können wir nochmal? So, Rohstoffbeutel nochmal größer gemacht und jetzt haben wir ein größeres Inventar. Ein wesentlich größeres Inventar. Nicht gucken kann, wie groß. Ich kann nicht runterscrollen. Aber, jetzt kann ich auch mal hier die Kiste aufmachen. Können wir alles rausnehmen, was ist das? Merkenswerte Belohnungskiste, was haben wir hier? Ausrüststuff. So, jetzt Kunden. Jetzt konnten wir das mal kurz looten und aufmachen und, jetzt kann ich hier weiter looten und, ja, ich habe hier nur kurz die Ecke abgecheckt und, Unfälle passieren. Zum Beispiel nichts mehr zum Heilen. Eine ganze Heilung verbraucht, weil ich gesehen wurde, aber es ist egal. In der nächsten Folge geht's weiter mit Horizon Zero Dawn. Und jetzt nochmal. Tschüss.